Welcher Bruch ist gleich weit von 3 Viertel und von 7 Achtel entfernt? Wir suchen also den Mittelwert von diesen zwei Brüchen. Und dazu addiert man sie und teilt diese Summe durch 2. Um diese zwei Brüche zu addieren, machen wir sie gleichnamig. Das heißt, wir setzen alles auf Achtel, indem man diesen Bruch um 2 erweitert. 6 Achtel plus 7 Achtel, das macht 13 Achtel. Und dieser Bruch 13 Achtel muss geteilt werden durch diesen Bruch 2 Ganze. Also multiplizieren wir diese 13 Achtel mit dem Kehrwert von diesem Bruch, das heißt mit ein Halbes. Und 13 Achtel mal ein Halbes, das macht 13 Sechzehntel. Dieser Bruch beträgt also 13 Sechzehntel und das ist die Antwort D. D ist also die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.